Thema Hochtouren stellt sich natürlich immer auch die Frage zum richtigen Material. Dabei müssen wir ein bisschen einen Spagat machen zwischen Leichtigkeit und Umfang vom Material. Das heißt, man will nicht zu viel mitnehmen, weil man dann sehr schwer tragen muss. Und auf der anderen Seite muss man für jede Eventualität gerüstet sein. Zentral bei der Hochtourenausrüstung ist natürlich der Gurt. Ein guter Hochtourengurt zeichnet sich dadurch aus, dass er leicht ist, dass er nicht gepolstert ist, weil die Polsterung saugt Wasser, dann bleibt er lang nass. Dass er verstellbar ist, weil man hat natürlich unterschiedlich dicke Bekleidungsmaterialien an und dass er das lange Gehen ermöglicht. Das heißt, dass er nicht auftragt, dass er nicht reibt. Ein weiteres wichtiges Produkt ist der Helm. Gerade in Zeiten vom Klimawandel und vom aufdauernden Permafrost muss man leider im Hochgebirge vermehrt mit Steinschlag rechnen. Während man früher auf Hochtour durchwegs ohne Helm unterwegs war, ist es heutzutage Standard. Auch da greift man wieder auf leichte Produkte hin, die gut durchlüftet sind und einen optimalen Schutz bieten, wie diese Inmold-Konstruktion beispielsweise, wie man es da sieht. Ein weiteres wichtiges Produkt sind die Steigeisen. Sie verschaffen uns den nötigen Halt auf harten Firn oder eben auf dem Eis. Da gibt es verschiedene Bindungssysteme. Sehr bewährt haben sie sogenannte Körbchenbindungen, die also so ausgeführt sind, wie man es hier sieht. Wobei hier eine Kombination mit einem Kipphebel vorliegt. Oder wenn es dann in Richtung Eisklettern geht, die vorne am Bügel haben und hinten eine Bindung. Wichtig ist, dass jedes Steigeisen eine Antistollplatte hat, weil das Aufstollen am Gletscher oder bei der Hochtour eine große Gefahr darstellt. Die Zacken können dann nicht mehr greifen und jeglicher Halt ginge verloren. Und beim Kauf sollte man darauf achten, dass das Verhältnis zwischen der Frontalzacke und dem ersten Zackenpaar so ausschaut wie hier, dass ein gutes Abrollen möglich ist. Jeder verbindet natürlich beim Hochtourengehen das Bild der Gletscherseilschaft. Und dass man eine Seilschaft haben kann, braucht man auch ein Seil. Bei den Seilen sind klassischerweise Einfachseile zu bevorzugen, beziehungsweise Seile, die eine Dreifachzertifizierung haben. Heutzutage sind die Seile nicht mehr sehr, sehr schwer. Man nimmt sie ohne dies auch in einer Länge 50, 60 Meter in der Regel. Worauf man aber unbedingt achten muss, ist, dass die Seile imprägniert sind. Und nicht nur Oberflächen imprägniert, sondern durch und durch. Wenn man nämlich stundenlang über den Gletscher geht, dann hat man viel Feuchtigkeit. Und wenn sie das Seil ansaugt mit Wasser, kann es erstens vereisen und zweitens wird es sehr schwer. Ein weiterer wichtiger Ausrüstungsgegenstand ist der Bickel. Der Bickel gibt uns Halt, gibt uns Stabilität, hilft uns beim Gleichgewicht, aber ist auch im Notfall des Abrutschens ein unerlässliches Werkzeug, um den Absturz zu verhindern. Moderne Bickel haben eine geschmiedete Haue, haben hinten eine Schaufel, mit der man auch einmal einen Schnee von einer Stufe wegkratzen kann. Der Schaft ist leicht gebogen, es hat Vorteile, wenn man den Bickel zum Ankern nimmt. Unten der Spitz sollte auch sehr gut ausgeführt sein, also so wie man es hier sieht, in Stahl, weil man ja, wenn man ihn als Spazierstock verwendet, den Stahlspitz einsetzt. Von der Länge her sollte der Bickel für die Hochtour ca. 60 cm lang sein. Damit man die Verbindung zwischen Gurt und Seil auch sicher herstellen kann, braucht man die Karabiner. Da unterscheidet man verschiedene Gruppen. Die einfachsten Karabiner sind die sogenannten Schnappkarabiner. Hier ausgeführt als ungefähr baugleiche Stücke, hat den Vorteil, dass man sie in der Rettungstechnik zum Beispiel bei der Garderschlinge verwenden kann. Dann gibt es die HMS-Karabiner, wie der Name schon sagt, eigentlich für die Halbmastwurfsicherung gedacht, haben wir Birnenform, haben einen Verschluss, einen Drehverschluss und sind für alle Arten der Sicherung vorgesehen. Die dritte Karabinerart, das sind sogenannte Safe-Lock-Karabiner, in dem Fall ein Ball-Lock. Das ist ein Dreiweg-Verschluss-Karabiner. Da muss man drei Bewegungen machen, um ihn zu öffnen. In dem Fall drücken, drehen und dann den Schnapp öffnen. Wir haben den Vorteil, dass sie von selber verschließen, vollkommen verschließen. Man kann also nie vergessen, sie zuzumachen, bieten den höchsten Sicherheitsstandard und sind optimal beim Anseilen vom Achterknoten hin zum Gurt. Was wir auch benötigen, sind Rebschnüre. Zwei Stück, ungefähr in der Länge zwischen 2,80 und 3,60. Durchmesser, idealerweise halber Seildurchmesser, sprich zwischen 5 und 6 mm.
Wichtig ist, dass sie weich sind im Griff, weil wenn sie eine gewisse Weichheit haben, dann klemmen sie auch gut am Seil, dann funktionieren sie. Ein weiteres Material in dem Textilbereich ist die Bandschlinge. Die Bandschlinge, in dem Fall doppelt lang ausgeführt, bietet uns den großen Vorteil, dass wir beispielsweise bei einer Verankerung mit einem T-Anker sehr gut den Pickel umschlingen können und man sie auch beispielsweise als Zwischensicherung um einen Block verwenden kann. Wenn wir uns auf Hochtour nicht nur im Firn, sondern auch im Eis bewegen, brauchen wir Eisschrauben. Ansonsten kann man keine Verankerung herstellen. Idealerweise 2 Stück in einer unterschiedlichen Länge. Die lange sollte so ca. 20 cm lang sein, vielleicht ein bisschen kürzer. Und was man bei den Eisschrauben immer beachten muss, diese Krone, diese Bohrkrone, sollte man wirklich hüten, immer einen Schutz drauf geben, weil wenn da Kratzer oder die Schneiden stumpf sind, dann funktionieren sie nicht mehr richtig gut. Vor allem in der Rettungstechnik gibt es noch Geräte, die das Leben sehr, sehr erleichtern können und das sind sogenannte Klemmen. Unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Ausführungen. Da haben wir beispielsweise eins, das ist der D-Block. Das ist ein sehr guter Ersatz für einen Brusik. Man muss den Knoten nicht können, klemmt sehr stark, hat aber den Nachteil, dass er nur in eine Richtung zu verschieben ist. Und eine weitere sehr praktische Seilklemme ist die sogenannte Mikrotraktion, die nicht nur eine Klemme ist, sondern auch eine Rolle hat. Und bei mehreren Rettungstechniken ist es ein großer Vorteil, wenn man die Reibung im Rettungssystem herabsetzen kann und da kann diese Mikrotraktion wertvolle Hilfe leisten. Das sind Geräte, die als Option zu sehen sind, die das Leben erleichtern. Für die ganzen normalen Techniken sind sie aber nicht notwendig.